So, heute will ich mal die letzten Rennen hier... Ach nee, nein. Die letzten Rennen hier angehen. Ich weiß gerade nicht mehr, bei welcher Blacklist-Nummer ich war. War mal bei 4 schon? Na, hier sind auf jeden Fall noch 2. Dann fahre ich die doch mal. Ich habe mal wieder länger nicht gespielt. Was bedeutet, am Anfang könnte es sein, dass ich wieder mal total verkacke. Das sollte nicht unbedingt das Problem sein. Perfekter Start. Jetzt sind wir jetzt ja eigentlich schon im Rundenrennen, oder? Aufgehalten wird, dass sie nicht haben. Wieso formuliere ich das eigentlich immer so kompliziert? Das wird sie nicht aufgehalten haben. Ganz einfach und simpel und für alle verständlich. Naja, gut. Okay, jetzt sind wir mal hier gerade dran. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Komischerweise nimmt keiner diese sogenannte Abkürzung durch den Campingplatz oder was auch das immer sein sollte. Sein soll. Drift sauber überstehen mit dem Wagen ist auch merkwürdig. Geht man normal nicht so hin. Sind wir doch schon fast wieder am Ziel. Und ich hätte gewonnen. Oh, doch ein K.O.-Rennen. Also wäre der Sieg an sich recht wichtig gewesen, wäre das die letzte Runde. Aber dadurch, dass er erst die erste war, war das noch nicht ganz so wichtig. Läuft gerade richtig gut. Aber anscheinend gerade den Dreh raus, wie es ist mit Bremsen und Lenken und vom Gas gehen für die Kurven. Ja. Ist noch nicht perfekt, aber na gut, mit der Zeit sollte ich das jetzt auch drauf haben. Ansonsten hätte ich was falsch gemacht. Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt schon 200 Folgen, das ist 2/3 von einem Jahr. Also von daher sollte ich das schon mal drauf haben. Außerdem hat er ja vorher schon gespielt. Also heißt, ich habe das schon mehrere Jahre gespielt an sich. Und da sollte man das doch dann langsam können. Jetzt nur gucken, dass zum Schnucken, dass der Hintermann nicht mehr rankommt. Mein letzter Gegner. Zumindest für dieses Rennen. So, der bleibt immer schön auf dem selben Abstand. 150 Meter. Hätte ich jetzt gar nicht darauf geachtet, ob es jetzt bleibend ist oder nicht. Na, jetzt darf man sich doch verdammt. Hauptsache ich bleib hier vorne. Okay. Und verdammt. Ach, zu spät mit dem Driften. Naja. Und im Ziel. Souveräner erster Sieg. Und dann geht's ab in den Unterschlupf. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Geld, 800.000. So, so ein bisschen eben. War ich bei dem? Ja. Nein, ein Rundenrennen. Gut. Dann fahren wir jetzt noch das Rundenrennen und dann sind wir mit dem auch durch.
komplett. Mal sehen, ob ich heute wirklich schon die 100% schaffe. Oder ob das dann noch keine Aufnahme braucht. Mal sehen. Wird sich ja zeigen. Hier ist immer rechts. Das ist die rechte Route, die bessere. Meines Wissens nach. Weil die mehr geradeaus geht und die Kurve recht einfach zu fahren ist. Volltreffer. Wieso fahre ich eigentlich denn auch immer auf der Gegenspur? Aha, weil hier nicht so viele Autos entgegenkommen. War zu viel. Hier die Wege gehen so schön geradeaus, da kann man auch mal lang fahren. Die gekommen und dann wieder nicht. Wie gesagt, die Kunden nicht. Ich habe es jetzt mal ausprobiert. Das hier geht normalerweise auch. Wow. Auf 500 Meter habe ich den zweiten abgehängt und den letzten auf 3000. Das waren gerade eben noch 1000. Mal sehen, ob ich die 1000 wieder hinkriege. So, 4 Runden. Na, super. Ich bin schon ein bisschen beschäftigt. Gehe ich eigentlich so viel vom Gas? Immer noch kurz. Oh, das sagt mein Fahrlehrer dann auch mal, ob das wirklich hier im Spiel auch stimmt. Vor den Kurven vom Gas runter und dann aus den Kurven raus beschleunigen. Der wird es wohl nicht umsonst sagen. Von daher kann man ja mal auf den hören. Nee. Weil wenn man es ja sonst nicht tut. Nee, man sollte generell auf seinen Fahrlehrer hören, weil ansonsten Problem. Hey, das ist jetzt schnell. Ist das gerade schnell? Sehr schön. 1000 auf den letzten immer noch. Wow. Das ist echt bekloppt. Das ist richtig bekloppt. Dass man so viel Abstand in einem Rundenrennen rausfahren kann, ist eher selten. Soweit ich das mitbekommen habe. Ich meine, natürlich gehen ja andere Sachen, aber das sind dann meist Fehler vom Computer, wenn dann zum Beispiel das Auto vom Gegner das Auto irgendwo in einer Wandnische festhängt, also in so einer Datenplatte, die die Weltbegrenzung darstellt. Da könnte ich echt mal verhaken, da hatte ich auch schon mal das. Wer es geguckt hat, hat es gesehen, da hatte ich zwischenzeitlich mal knapp 2000 Meter auf den. Wow, das war zu schnell. Ja, und 2000 Meter auf den Gegner zu haben, ist natürlich richtig cool. Wow. Okay. Ja. Und deswegen hat man da echt die Abkürzung. Aber ist ja nicht schlecht. Wie viel habe ich denn auf dem letzten? Oh, 1100 ist sogar noch gestiegen. Ich dachte, ich wäre gesunken, aber okay. Mal sehen, mal sehen. Ja, ich fahre immer durch den Tunnel. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin jetzt noch einmal einen der anderen Wege hier gefahren. Und das auch nur, weil ich abgedrängt wurde und keinen Bock hatte, mich zurückzusetzen. Was mir eh nichts gebracht hätte. Ach nee, 3 Runden und erster von 4 Gegnern.